Hallo Leute, ich bin's mal wieder, euer Mr. Sasuke63 und willkommen zurück zu Fallout 3. Im letzten Part haben wir eine Frau besucht, die irgendwas mit Moriarty oder wie der heißt am Laufen hatte. Und so, tada, so. Und schauen wir mal nach, was hier drin ist. Haarklammern, die sind sehr nützlich. Scotch. Wodka, oh, das ist natürlich sehr gutes Zeug. Wodka, Scotch, alles da. Nehme ich mal alles mit. Ist doch interessant, in den Trümmern kann man schon so einiges finden. Oder zum Beispiel hier öffnen. Ist hier was drin? Hier ein Messer. Was hat das denn da drin verloren? Naja. Wir müssen zu Moriarty. Moriarty. Oder wie der auch immer heißt. Bum, bum, bum. Und, ja, es laggt. Und, Leute, tut mir leid, dass ich, das etwas länger gedauert hat, mit Fallout. Ich hatte nur ein bisschen was am Laufen. Ein bisschen ein paar Dinge erledigen und so. Und deswegen bin ich erst jetzt zur Aufnahme gekommen. Und ich würde sagen, gehen wir mal schnell nach Megaton. Ja, aber hier muss man durch. Kann man das anklicken? Ja, yeah, geil, man kann hinreisen. Das ist natürlich sehr praktisch. Also gut, reisen wir hin. Also gut, Leute. Wir sehen uns gleich. Bis nachher, Leute. So, da sind wir wieder, Leute. In Megaton. Und ich würde sagen, gehen wir mal gleich zum Saloon. Und befragen diesen für mich seltsam Moriarty. Der ist mir nicht ganz geheuer. Der Moriarty. So. Gehen wir einfach mal schnell hier durch. So. Boom. So, und dort hinten ist schon der Saloon. Und wer bist du denn? Was? Hi, I'm Maggie. I live with Billy. Billy Creel. Do you know him? Nee. He's not my dad or anything. But he takes care of me now. Anyway, I should go. Bye. Okay, wenn sie bye sagt, dann gehe ich auch. Auf Wiedersehen. Tschüss. So. Nichts wie in den Saloon. Hier können wir gerade den Wodka trinken, den wir gefunden haben. Den Scotch und den restlichen. Und das restliche gute Zeug, so. Ich will mit Wenn dir ich was tun kann, nur raus damit. Hast du was auf dem Herzen? Ich rede mich mit dir an. So. And back he comes. So, are you just thirsty? Or are you ready to pay me fee? Dear dad's not gonna find himself. Ah, schon klar, so. Ich hab ihnen den dummen Gefallen getan, jetzt will ich wissen, wo mein Vater ist. You took care of our little lost lamb, eh? I knew I could count on you. Oh ja, How klar. About you just hand over 100 caps and we'll call it even? So gut, aber dann sag mir endlich, was Sache ist. Well, that wasn't so difficult, was it? Your dad came through here, all right. Didn't stay long, though. Said he had some important business to attend to and headed off to the city. Something to do with Galaxy News Radio. Guess that'd be the place for you to start. Good hunting and thanks for the caps. Ja, schon gut. Ja, das interessiert mich auch noch. Galaxy News Radio is some loudmouth radio station located in the ruins of DC. Okay. Three Dog, the king of that loony bin, keeps yapping about fighting some good fight or something. A bunch of crap. But I suppose if you wanted to know what was going on in the wasteland, that's the place to go. Me, I could care less. Okay. So, ich muss gehen. Ich kann kaum unser nächstes Treffen erwarten. Ich will nur weg von dir, Idiot. So. Klar. So, wo geht's? Ah, dort hinten ist meine Hütte. Wo gehen wir mal gleich hin? Und hallo. Hallo. So. Wo geht's hier genau lang? Hier durch. Oh ja.
Ja, voll. So. So, gleich mal zum nach Hause und... Ja, cool, hier kann man... Jealous Steak. Ah. Jo, was soll ich am besten machen, Egal, ich hab... Ja, stimmt, die habe ich ja auch mal bekommen. Logisch, so. Okay. Schlafen wir mal ein bisschen. Um zu Kräften zu kommen, so, ist hier was drin? Ja, Geld, cool. Briefbeschwere. Ja, egal, jetzt hab ich hab alles genommen, was soll's. Was kann ich hier am besten versorgen? Baseballhandschuhe, was brauche ich denn? Mal den, ja, den, was mache ich mit dem Luftgewehr? Ah, bringt's auch viel. Mit X kann ich brauchen. Ah, was ist das denn? Scotch. Stärke. Stimpaks. Ja, das kann ich auch nicht gebrauchen. Sicher an Whisky. Wodka. Egal, das nehme ich mal alles mit. Man weiß ja nie so. Gut, Leute, wo müssen wir als nächstes lang? Naja, genau, wir müssen ja zu diesem... zu dieser Frau da und ihr helfen. Was war's? Wo ist dieser Mann nur gelandet? Okay. Das weiß ich nicht, also, warte mal. Ach, Mist, der Laden ist schon geschlossen. Egal, Leute, ich würde sagen... Wir suchen mal diesen Super-Duper-Markt. Dort müssen wir ja als nächstes hin, irgendwie, um für ein Überlebenshandbuch Informationen zu finden oder so. Gut, gehen wir mal hier runter. Mann, wieso lenkt das da und so? Naja, egal. Jawohl. Das bringt mir eigentlich Baseballschläger, wenn ich eine Waffe habe. Ein bisschen Radio hören tut immer gut so. So Leute, ich würde sagen, wir sehen uns nachher. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder und es ist dunkel. Na, kein Wunder, es ist ja auch Nacht. Gut. Ich weiß nichts. Warte mal. Ich bin mir nicht sicher, aber haben die gerade über uns geredet? Ah, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ach Mann. So. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns hier mal ein bisschen um. Das interessiert mich nämlich gerade hier. Muss mich hier umsehen. Hier finde ich einen neuen Ort oder so. Wer weiß, wer weiß. Oh, Mann. So, jetzt geht's einigermaßen so. Gut. Ich auch noch Verkaufsautomat. Coca-Cola. Cool, was zu trinken bringt's natürlich.
So. Alte, sehr alte Autos. Der Mülleimer natürlich nichts, wenn der steht leer. Ach man, das. Das nenne ich mal logisch. Wenn dort leer steht, dann ist natürlich nichts drin. So. Einen Moment, Leute. So, ich hoffe, es geht jetzt ein bisschen besser. Ah ja, das ist das Haus von dieser Frau da, wo wir... Ah ne, hier war... wir waren hier schon mal. Wir waren hier schon mal. Öffne mal, sehen, was drin ist. Robotech. Ja, interessant. Nehme ich jetzt mal mit. Was ist das denn für ein komischer Brief? Alles so dunkel. So mysteriös. Ich hab solche Angst. Nee, ich bin cool. Entdeckt. Schule von Springvale. Ist das die Schule? Muss ja nicht was sein. Wow. Und anscheinend sind drin Feinde. Oder hier außerhalb? Nee, wahrscheinlich drin. Sehr wahrscheinlich drin sogar. Gut, gehen wir mal rein. Unser... Ja, okay. Nicht ganz unser erster Feindkontakt, aber... Unser erster Feindkontakt seit geraumer Zeit, sagen wir mal so. Oh, das machen sie also in der Schule. Schneiden sie einfach mal Leichen auf und so, ist ja kein großes Ding. Warum ist das denn? Warte mal. So. Oh, Raider. Derb. Oh Gott. Bleiben Sie doch mal ruhig. Das. Dummer Raider. So. Ja, Leute, das war unser erster Feindkontakt und... Wow, Raider. Raider-Anzug. Der ist natürlich sehr hilfreich für uns. So. Haben wir ein bisschen bessere Ausrüstung. Oh, super. Kommen da noch mehr? Ja, da kommen ganz bestimmt noch mehr. So, ich zieh besser mal meinen anderen Anzug an. Das. Ah, los, wo ist das denn? Hier. Ja, hier Kleidung. Ja, der hat um einiges bessere Panzerung. So. Hören Sie. Ah, dort ist gerade jemand. Jetzt kommt er hin. Wer ist da draußen? Ich zeige dich in Stücke! Nimm das und das! Ha. Sagen wir mal so, Überraschungsmoment ist alles. So. Da sind noch mehr. Die tauchen nämlich nur in Gruppen auf. So, ich würde sagen, ich schneide hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir die restlichen von denen plattwalzen. Also gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.